Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Die Freitag-Nacht-Ausgabe ist bekanntlicherweise eine freie Themennacht und das bedeutet, dass ihr mich anrufen könnt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, unter dieser bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de oder faxt unter 0800 220 50 51. Der erste Anrufer heute Nacht ist Jens und Jens ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Jens. Ja, um was geht's? Ja, ich habe ein Problem. Ich bin selbstständig mit meinem Partner. Ja. Und meinen Partner kenne ich schon von klein auf. Wir waren zusammen im Kindergarten zur Schule. Ja. Dein Partner ist aber nicht dein Lebenspartner. Nein. Schwul bin ich nicht. Das hat damit nichts zu tun. Ja. Wir haben eben nur eine große Freundschaft geschlossen und haben gleichzeitig aus der Schule unsere Lehre beendet und haben noch ein Geschäft aufgemacht. Ja, was für ein Geschäft ist das? Das ist ein kleines Unternehmen mit LKWs. Ja. Und das Problem ist, wir haben auch zusammen geheiratet. Wir haben eine Doppelhochzeit geführt. Perfekt alles. Idylle fast schon. Genau. Das ist ja das. Aber jetzt kommt das große Aber wahrscheinlich, oder? Richtig. Ich habe mit seiner Frau ein Verhältnis. Ach du lieber Gott. Ja. Ach du lieber Gott, wie lange schon? Ja, das sind, Moment, da muss ich jetzt rechnen. Ja, ungefähr. 5 oder 6 Jahre. 5 oder 6 Jahre schon? Ja. Und wie lange seid ihr verheiratet, also ihr beiden Paare? 10 Jahre. Das heißt, also die Hälfte der Ehezeit ist Lug und Betrug angesagt. Ja, genau. Und das ist dein bester Kumpel? Ja. Und ihr arbeitet täglich zusammen, ihr seht euch jeden Tag? Nein. Er ist im Büro und ich tue fahren. Na gut, also ihr seid aber letztendlich in einer Geschichte da drin. Genau. Täglich. Vertraut euch wahrscheinlich blind, was das berufliche, geschäftliche anbelangt. Ja, genau. Ja. Habt sonst auch viel noch gemeinsam privat zu tun miteinander? Ja, also wir gehen öfters mal weg, wir machen viel Geschäftliches zusammen. Ja. Also auch die vier Leute, die beiden Paare. Ihr, deine Frau, Nee, mit den Frauen, die Frauen kennen sich schon. Ja. Aber die, muss ich dazu sagen, die gehen mal zusammen fort oder sowas, aber so direkt so, dass sie zusammenhängen, ist es nicht. Ja. Dieses ist absolut geheim. Das ist sehr geheim. Das weiß das überhaupt ist, niemand. Nein, es ist aber nur im Prinzip keine Liebe, oder nur ist reine Sex. Umso schlimmer, finde ich, Jens. Ja, und dadurch ist ein Kind entstanden. Oh Gott, das geht ja immer doller. Ja, das ist heftig. Und er glaubt, dass das Kind sein Kind ist? Ja. Da hast du dich in was reingeritten. Oder sagen wir mal, da habt ihr euch in was reingeritten, du und ja, die Frau. Ja, ich möchte jetzt irgendwo, gut, ich gehören ja immer noch 2 dazu, aber ja. Wenn man so nimmt, habe ich ja und sie die größte Scheiße gebaut, die es überhaupt gibt jetzt. Ja? Ist das das einzige Kind deines Partners? Also das Nein, sie ist wieder schwanger im 2. Monat. Und hast du auch ein Kind mit deiner Frau? Nein, sie kann keine Kinder kriegen. Hm. Du hast es getan, all die Jahre, 5, 6 Jahre lang, aus reiner, ich sag's jetzt mal wirklich ganz platt, und so ist es ja wohl offensichtlich auch, aus reiner Geilheit. Aus reiner Geilheit. Hm. Und weil es so praktisch war irgendwie. Wie bitte? Und weil es so praktisch war, sie war gleich da und... Ja, genau. Wohnt ihr denn auch noch in der Nähe miteinander? Sie wohnt 4 Häuser weiter von uns. Ja. Wie geht das denn praktisch? Wie kommst du mit ihr alleine in Berührung, dass er das nicht mitbekommt und dass deine Frau das nicht mitbekommt? Ja, sie ist Krankenschwesterin gewesen und... Da hat sie mal gesagt, sie muss Dienst schieben und dabei haben wir uns getroffen. Und wo habt ihr euch getroffen? Meist auf den Parkplätzen, mit einem LKW oder ein Hotel oder sowas. Ja. Ja. Also eine rundrum miese Geschichte. Richtig. Und jetzt habe ich das Problem,
Also ich möchte Ihnen das irgendwie sagen, weil ich möchte die Beziehung auf deutsche Art beenden, weil sie ist jetzt im zweiten Monat wieder schwanger. Wie alt ist denn eigentlich euer gemeinsames Kind? Das ist jetzt 4. 4 Jahre schon. 4 Jahre. Boah, ist das krass. Ich bin jetzt im zweiten Monat schwanger und vor 3 oder 4 Wochen habe ich im Prinzip keinen Kontakt mehr mit ihr. Sie schreibt mir SMS ohne Ende. Mhm. Und ich das heißt also, sie will weiter, du willst nicht weiter. Ich will nicht weiter. Warum willst du jetzt plötzlich nicht mehr weiter? Ich weiß nicht, vielleicht ist mir irgendwie doch eine Lampe oben im Gehirn aufgestiegen und habe gesagt, Mensch, was hast du von der Scheiße gemacht? Mhm. Ja. Habt ihr beiden, ihr seid ja nur erwachsene Leute, habt ihr beiden, die Frau und du, nie über diese unglaubliche Situation geredet? Nein, wir haben nie darüber geredet. Ihr habt es einfach gemacht? Wir haben es einfach so über uns ergehen lassen, wenn man so nennt. Und warum, wenn man schon so etwas macht, warum wird dann nicht wirklich 150%ig verhütet? Ja. Ist eine gute Frage, ne? Das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Wie heißt das alte Sprichwort, gute Frage, nächste Frage, ne? Mhm. Mhm. Und man weiß es eben nicht. So, du sagst, du willst es aufhören und du sagst auch, dass du es ihnen sagen willst? Ja, ich will es 100%ig sagen, aber ich weiß nicht, wie ich ihm das beibringen soll. Mhm. Aber dir ist natürlich klar, dass dann alles kaputt ist, ne? Ja. Da ist die Firma kaputt. Da ist die Firma kaputt und unsere Freundschaft kaputt. Die Freundschaft ist kaputt und was ist mit deiner Frau? Über die haben wir aber gar nicht geredet. Ja, dann wird wahrscheinlich meine Ehe auch kaputt sein. Und du wärst bereit, das alles in Kauf zu nehmen? Ja. Das finde ich wiederum respektabel, muss ich dir sagen. Bei all der Scheiße, die du gebaut hast. Ich habe so Geschichten schon oft gehört, wo die Leute dann völlig den Schwanz einziehen und sagen, ja, aber ich habe Angst und Angst und Angst, alles bricht zusammen. Ich meine, wenn du jetzt bereit bist, in Kauf zu nehmen, diese Konsequenzen alle in Kauf zu nehmen, ist das vielleicht die kleine Möglichkeit, das alles ein bisschen wieder gut zu machen, kann man nicht sagen, aber das... Ein kleines bisschen gerade zu biegen. Ja, deine Schuld ein bisschen aufzufangen, die du verursacht hast, ja. Ja, deswegen habe ich angerufen und ich weiß ja nicht, wie ich anfangen soll, wie ich ihm das erklären soll. Du kennst ihn ja nur besser. Ich will einfach ins kalte Wasser springen und das so sagen, weil... Du kennst ihn ja nun sehr gut, das ist dein alter, uralter Freund. Wie ist er denn so gestrickt? Haut er dir eine ins Gesicht oder ist er... Nee. Also er ist ein ganz ruhiger Typ, der macht eigentlich gar nichts. Der guckt mich eigentlich erst mal an und dann versucht er sich mit mir hinzusetzen. Ne? So würde ich ihn einschätzen. Weißt du, jetzt die Frage, die Frage ist jetzt, wie sage ich ihm das? Richtig, ich weiß jetzt nicht, wie er so drauf reagiert. So, ich habe ihn so kennengelernt, ich kenne ihn nur jahrelang so, dass er ein ruhiger Typ ist. Ja. Aber ich weiß nicht, wie er jetzt drauf so reagiert. Ne? Ja, das kann man wahrscheinlich auch bei wahrscheinlich niemandem vorhersagen, weil das so schlimm ist. Einmal, seine Frau hat ihn betrogen bis zum geht nicht mehr. Ja. Sein bester Freund, wahrscheinlich hast du fast einen Stellenwert wie seine Frau in seinem Leben, hat ihn betrogen. Und da ist jetzt auch noch ein Kind. Also da kann man überhaupt nicht vorhersehen, wie jemand reagiert. Ja. Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie sage ich es ihm? Du sagst es ihm genauso, wie du es mir gesagt hast. Sofort gerade heraus, wie du gerade formuliert hast, ins kalte Wasser. Nicht lange rumschwafeln, setz dich mit ihm alleine hin in einer ruhigen Situation und sag's ihm. Also so, wie ich jetzt mit dir rede. Genau so und genauso schnell auch. Hm. Meinst du, das hilft? Ja, was heißt hilft? Was soll man da große Worte machen? Du musst, wenn du bereit bist, das zu sagen, musst du die Fakten hinlegen, relativ schnell und sachlich. Hm. Musst dazu sagen, was du empfindest. Offensichtlich tut es dir sehr leid, wenn du sagst... Ja, deswegen habe ich angerufen. Weil ich habe die Scheiße gebaut, wenn man so nimmt. Ich habe eine mächtige Scheiße gebaut. Weil er ist, muss ich dazu sagen, er ist wie mein eigener Bruder. Ne? Mhm. Also, ja, habe ich verstanden. Also wir Jens, haben die ganzen Jahre das letzte Hemd geteilt. Wir haben Aber Jens, dann lass mich nochmal fragen. Wieso kann man denn da nicht Herr seiner Sinne sein, dass man... Es gibt doch genug Frauen, wenn du jetzt wirklich fremdgehen wolltest. Warum denn nur gerade mit der Frau des besten Kumpels? Des besten Freundes, der wie ein Bruder ist. Das kann ich dir gar nicht so beantworten, weil das ist einfach so passiert. Das ist, wir waren bei einer Feier, da hat das angefangen. Wir waren bei einer Feier und
meine Frau und er waren alle vier zusammen. Ja. Und haben eben eine kleine Party gemacht. Und da ist es irgendwo zwischen uns, hat es dann irgendwo angefangen mit Funken. Ja. Also nicht direkt Liebe, sondern und ich hab's schon verstanden. An diesem Abend ist es passiert. So Jens, ich sage dir jetzt noch einmal meinen Respekt. Wenn du wirklich das jetzt beichtest, finde ich das wirklich sehr respektabel. Es kann ja sein, weil er sieht deine Sendung öfters. Ach so, dass er das sogar jetzt mitbekommt. Dass er das überhaupt nicht mitbekommt. So, jetzt möchte ich Folgendes sagen. Es ist alles gesagt, was zu sagen nötig ist zwischen uns. Welche Schuld du auf dich geladen hast, weißt du selbst. Muss ich jetzt nicht noch 10-mal sagen. Ja. Ich habe dir meine Meinung gesagt über dein jetziges Verhalten, dass ich das gut finde. Lass uns mal in zwei Wochen nochmal telefonieren miteinander. Ich würde gerne wissen, wie das weitergeht und wenn du es gemacht hast, wie die Reaktionen sind. Ja, genau so. Ja? Eine gute Woche, 14 Tage. Gut. Würde es sein. Das heißt, meine Redaktion wird sich mit dir nochmal in Verbindung setzen und dann unterhalten wir uns weiter. Alles klar. So, dann mal zu. No, dann wünsche ich dir alles, ne? Dankeschön, Jens. Dein ganzes Team, schönen Dank. Dankeschön, auf Wiederhören. Und ich melde mich dann noch einmal, ne? Oder wir rufen dich an. Oder alles Gute. So. Tschüss. Ja, okay, tschüss. So, meine Lieben, wir lassen mal ein bisschen die Woche Revue passieren, die wir hier hatten bei uns, bei Domian. Zum Beispiel, also thematisch, was einige Anrufer anbelangt. Zur gestrigen Sendung schreibt Marco, 23 Jahre aus Braunschweig, hi Domian, zu deinem Anrufer gestern in der Sendung mit dem kleinen Penis. Ja, gestern hatten wir einen Menschen, der hatte einen, was war das, 11 Zentimeter, ne? 11 Zentimeter Penis. Also, Marco schreibt, meiner ist auch irrigiert, nur 10 cm lang. Aber ich mache mir darüber gar keinen Kopf. Ich sag's den Mädels immer, bevor ich mit denen in die Kiste steige. Und von den 15 Frauen, die ich bisher in meinem Leben hatte, hat nur eine schlecht reagiert. Das allerdings war schon sehr heftig. Als sie ihn ausgepackt hatte, sagte sie, I, wie eklig. Dann Jenny. Jenny, zum gleichen Thema. Also Domian, ich muss dir sagen, ich finde kleine Pünktchen richtig süß. Bei den Großen habe ich immer Angst, dass sie mir wehtun. Dann zu unserer Sendung am Mittwoch. Am Mittwoch hatten wir das Thema Geschichten rund um den Mund. Da schreibt John, hallo Domian, du erzählst immer wieder was von Zungenbürsten. Ja, das mache ich in der Tat. Was ist das und wo bekommt man diese geheimnisvollen Geräte? Habe mich umgehört, bin aber nicht fündig geworden. Also Zungenbürsten sind Bürsten, mit denen man die Zunge sauber macht. Und ich finde, zu einer guten Mundhygiene gehört auch eine ordentliche Zungenhygiene. Das heißt, die Zunge muss auch zweimal am Tag oder mindestens einmal am Tag abgebürstet werden. Und diese Zungenbürsten kann man ganz normal in jedem Drogeriemarkt oder in der Apotheke kaufen. Die sind gar nicht so geheimnisvoll, diese Dinger. Geht mal so richtig von oben, von hinten nach vorne über die Zunge. Und wundert euch nicht, was da alles rauskommt. So, und zur Dienstagssendung und zum Thema Kübelböck schreibt Marion aus Dortmund. Hallo Domian, ich fasse es nicht. Ich höre gerade diese Frau bei dir, die über 30 ist und in Daniel Kübelböck verliebt ist. Die war schon in mehreren Fernsehsendungen. Und die nervt die ganze Nation. Wie kann man denn nur so neben der Spur laufen? Deutschland, armes Irrenhaus. So, und jetzt geht's weiter mit den Anrufern. Nämlich mit Stefan. Und Stefan ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja. Ich grüße dich. Stefan. Ich bin Fan der ersten Stunde. Und ich habe leider ein ernstes Thema. Und zwar fordere ich die Todesstrafe für die Kinderschänder Lewendel und Wirth. Ja. 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 Weißt du, warum ich so zöger? Nein. Weil wir, glaube ich, alle so im ersten Moment denken, ja, das müsste so sein. Und ich bin, wenn du mich kennst, ja auch ein großer Verfechter von sehr harten Strafen. Mhm. Aber ich glaube, dass man auch von dem Einzelfall weggehen muss und dass ich es für eine ich halte es für eine kulturelle Errungenschaft, dass wir in Deutschland keine Todesstrafe mehr haben. Dass es in Deutschland nicht so zugeht wie in Amerika, wie in Texas.
Ja, es wäre schön, wenn wir es auch nicht bräuchten, aber ich denke, in diesem Fall kann es nur diese eine Strafe geben. Mhm. Weil du musst auch gerade an die Eltern und Verwandte denken. Ja, gar kein gerade Thema. Gerade jetzt, wo so Kleinigkeiten an die Öffentlichkeit kommen. Die grauenhaft sind. Wenn ich zum Beispiel eben gehört habe, er hat sich beim Erwürgen extra lange Zeit gelassen. Ja, ja, ja. Wie soll man solche Menschen sonst noch bestrafen können? Manchmal hört man Äußerungen aus dem ganz nahen Kreis der Betroffenen. Und diese Äußerungen nehme ich sehr ernst. Nahe Verwandte der beiden Kinder haben das neulich in einer Zeitung gesagt, in tiefster Betroffenheit, nämlich den Satz, eigentlich gibt es dafür gar keine Bestrafung. Richtig, das ist ja so schlimm, dass es alles übersteigt. Dass man natürlich dann immer im ersten Moment sagt, Mensch, rüber ab, ist, finde ich, immer verständlich. Und wenn ich Betroffener wäre, würde ich es vielleicht auch sagen. Aber interessant ist ja, dass die Betroffenen das eben nicht sagen. Dass die so in der Verzweiflung und in der Not und in der Trauer gelähmt und gefangen sind. Weißt du, mit dem Thema Todesstrafe ist immer so eine Sache. Es gibt ja nun nachweislich in all diesen Ländern, wo es die Todesstrafe gibt, immer und immer und immer wieder Fälle, wo Menschen hingerichtet worden sind, die im Nachhinein nachweislich unschuldig sind. Und das ist für mich immer das ganz große Argument, gegen die Todesstrafe zu sein. Ich bin für ganz harte Bestrafung. Ich bin auch für wirklich lebenslänglich. Wir haben ja in Deutschland gar nicht richtig lebenslänglich. Es sei denn, es kommt diese Sicherheitsverwahrung dazu. Und ich finde auch, dass solche Leute im Gefängnis hart drangenommen werden sollen. Dass die eben nicht da wie im Zwei-Sterne-Hotel wohnen und so weiter. Alles meine Auffassung. Richtig. Alles meine Auffassung. Aber die Auffassung ist auch richtig. Aber du musst zum Beispiel auch bedenken, du musst ja in Deutschland, wie du schon sagst, es gibt kein lebenslänglich. Ja. Es muss eine besonders schwere Schuld erwiesen sein. Ja. Und dann ist auch eine Todesstrafe zum Beispiel in so einem Fall, finde ich, gerechtfertigt. Wenn es erwiesen ist, eine besonders schwere Schuld, könnte mit Sicherheit jeder damit leben. Mhm. Und wenn der Richter an seinem Richterspruch hängt und sagt, im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil, denke ich, kann er das auch mit gutem Gewissen vertreten. Mhm. Wobei ich manchmal ganz froh bin, dass das Volk nicht immer alles direkt entscheiden kann. Denn dann hätten wir eine ziemliche Barbarei. Ich finde es gut, dass wir ein Justizsystem haben, was vielleicht auch so eine schnelle und heftige Emotionalität erstmal abbremst und dass die Menschen zwingt, sachlich an die Sachen heranzugehen. Aber wie gesagt, von der emotionalen Seite her kann ich das immer verstehen und vor allen Dingen, wenn ich jetzt diesen Fall auch höre und ständig jeden Tag in der Zeitung lese, da bleiben einem die Worte weg. Es bleiben einem wirklich die Worte weg. Ja. Also ich habe selber zwei kleine Kinder, ja, und ich bin inzwischen wirklich so weit, sobald ich Neuigkeiten von diesem Fall höre, sei es in den Nachrichten oder sonst in den Medien, ich drehe den Ton weg. Mhm. Weil es ist so barbarisch, ich kann es nicht ertragen. Das ist interessant. Das geht mir in der letzten Zeit auch schon so, dass ich gar nicht mehr gerne diese Artikel lese. Was heißt gerne? Auch nicht mit Interesse lese, sondern dass ich das grob überfliege, weil ich es beruflich brauche, weil ich die Informationen brauche. Aber im Prinzip würde ich es auch gerne weglegen. Dass ich will es eigentlich gar nicht wissen. Also nehmen wir das als eine Meinungsäußerung von dir hin, Stefan. Ja, mehr sollte es auch nicht sein. Mehr sollte es auch gar nicht sein. Wir sind der anderer Auffassung, aber das ist ja auch in Ordnung so. Ja, natürlich. Stefan, alles Gute von Herzen. Gut. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. So, meine Lieben. Jetzt kommt Christine. Und Christine ist 56 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Christine. Um was geht's? Ich bin von meinen, ja, wie soll ich denn sagen, von meinen Erzeuger, möchte ich so sagen, missbraucht worden. Mit 13, so circa 13,5, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja. Bin auch schwanger von ihm gewesen. Wie lange, lass mich fragen, wie lange hat der Missbrauch angehalten? Wie viele Jahre? Nein, Jahre nicht. Ein halbes Jahr vielleicht. Ja, also von 13,5 bis 14 ungefähr. Ja, so ungefähr, ja. Und zwar einmal war das im Wald. Und die anderen Male waren zu Hause. Von dem eigenen Papa? Ja, von meinem Erzeuger. Mhm. Ja. Ich kann nicht Papa sagen. Nee, das verstehe ich. Dass du es nicht sagen kannst, verstehe ich. Ich sag's aber mal so. Das, ja, macht, das macht einem das noch deutlicher, was für ein Grauen das ist, was dahinter steckt. Und bin schwanger gewesen vor ihm. Er hat mich mit dem Fuß im Bauch getreten. Er hat mich beständig geprügelt.
Nachdem er wusste, dass du schwanger warst? Ich weiß nicht, ob er es gewusst hat. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Aber du warst ja noch ein ganz junges Mädchen. Ich wusste auch nicht, was mit mir los ist. Also du wusstest selbst nicht, dass du schwanger warst? Nein. Mhm. Wie ist es denn dann rausgekommen? Dass ja, du meine Mama hat dann gesagt, ich weiß nicht, du wirst immer dicker, das kann doch nicht normal sein. Und er hat mich ja bedroht, wenn was sagt, er erschlägt mich, ich habe ja auch für Prügel gekriegt, ja. Er erschlägt mich und du hast auch keine Möglichkeit, dich zu wehren. Ich habe geschrien im Wald. Mhm. Dann zu Hause ist er zu mir ins Bett gestiegen, obwohl ich mit meiner Mama Kopf an Kopf geschlafen habe. Aber meine Mama auch so vollgepowert war mit Problemen und Arbeit. Und die hat es nicht gemerkt? Nein, sie hat es nicht gemerkt. Wirklich nicht gemerkt? Oder hat sie Nein. Jetzt erzähl mal mit der Schwangerschaft, wie das rauskam. Also ja, wurde es dicker und dicker? Ja, dann bin ich... Ich selbst habe es ja nicht gemerkt. Ich saß ja auch so in der Schule. Heute im Nachhinein kann ich es auch nicht verstehen, dass es niemand gesehen hat, nicht gemerkt hat. Kein Lehrer, keine Nachbarn, nichts. Also dann muss die Schwangerschaft schon recht fortgeschritten gewesen sein, wenn man das schon so sah. Ja, angeblich lebensfähig. Meine Mama hat dafür dann gesorgt, dass es weggeht. Sie hat dann wohl gemerkt, dass ich schwanger bin. Ja. Hat dann gesorgt dafür, wie gesagt, dass es weggeht. Es ging auch weg. Wie hat sie das denn gemacht? Ich musste heiße Sitzbäder machen. Ich musste Was musstest du? Heiße Sitzbäder. Mhm. Also nur für den Unterleib. Ja. So heiß ich es vertragen habe. Ich musste sehr, sehr warmen Rotwein trinken und schwer heben. Ach. Musste dann auch, wir haben bei den Bauern auf den Feldern mitgearbeitet, ja. Weil wir ja, meine Eltern waren keine Deutschen. Mhm. Und haben bei den Bauern auf dem Feld und ich musste diese schwere Körbe mitheben und so. Sag mal, die Mama ahnte ja nicht, dass das das Kind von ihrem Mann ist. Ja, ne, nein. Die hat nur gesehen, dass du schwanger warst. Ich, von wem sonst, Dominian? Wie soll ich denn sagen? Ich war 13 Jahre, das war damals eine andere Zeit, wir waren nicht so reif. Ja gut, es hätte ja auch sein können, dass dich jemand anderes vergewaltigt hätte, oder? Ja, das hätte ich vielleicht gesagt, ich weiß. Also im Klartext, die Mutter hat dich nicht gefragt, von wem das ist? Ja, dann ja. Wann dann ja? Wie sie rausbekommen hat, dass ich schwanger bin. Ach so, hast du es dann gesagt? Ja, dann habe ich es gesagt. Ach, dann hast du es gesagt. Ja, dann habe ich es gesagt. Ach so. Und, das heißt, da war ihr wirklich klar, als sie dich ins heiße Wasser gesetzt hat, dieses Kind wollen wir nicht haben, das ist ein Inzuchtskind. Ja. Ja. Hast du denn eine Fehlgeburt gehabt? Ja, ich weiß nicht, es muss lebensfähig gewesen sein. Ich weiß auch nicht, in welchem Monat du mir, ich kann leider nicht sagen, gesehen hat es meine Schwester, die noch lebt. Ich bin auch dann sofort weggeschlafen, wie das alles rum war. Wo hat die Fehlgeburt denn stattgefunden? Zu Hause. Mhm. Und Gott, wie schrecklich. Und du warst ein Kind von also ein Jugendlichen. Ich war schon fast 14, möchte ich sagen. Naja gut, aber immerhin. So, jetzt wusste deine Mutter Bescheid, dass der Vater das gemacht hat. Wie hat sie sich dann verhalten? Sie haben Streit. Ich habe es nicht mitgekriegt, weil es draußen stattgefunden hat, weil sie das Kind ja vergraben haben. Mhm. Und meine Schwester hat mir das jetzt vor Jahren erst erzählt, dass sie sich gestritten haben, dass er ihr die Ehre abgeschnitten hat, weil es ein Junge war. Wir waren drei Mädchen, es wäre ein Junge gewesen. Mama hat gesagt, diese Schande über diese ganze Familie, wir lebten in einem kleinen Dorf. Mhm. Es darf auf keinen Fall rauskommen. Ach, er war dann auch noch sauer darüber? Ja, natürlich. Mhm. Haben die Eltern sich letztendlich getrennt? Nein, die Mama ist geblieben, bis er sie verlassen hat. Ja. Warum hat sie ihn nicht verlassen? Nach so einer Schande? Ja, ich weiß nicht. Ich denke, aus Angst, alleine zu sein. Sie war ja fremd hier in Deutschland, hat niemanden, keine Angehörige, nichts gehabt. Mhm. Ich denke, aus Angst. Also ich muss ehrlich sagen, meine Mama kann nichts verzeihen. Der verzeihst du es? Ja. Leben die Eltern noch? Nein. Und sonst würde ich auch gar nicht drüber sprechen. Ja. Und habe auch durch deine Sendung, muss ich ehrlich sagen, Mut gefunden. Ich habe die Sendung so verfolge ich seit circa 7 Jahren und habe das eben da so mitgekriegt, dass Leute an die Öffentlichkeit gehen und habe mir gedacht, habe ich mir aber nie getraut anzurufen. Mhm. Bis vor 2 Jahren bin ich dann zu meiner mein alter Hausarzt ist verstorben. Ja. Dann habe ich eine neue Hausärztin bekommen, und hast es da zum ersten Mal erzählt? Und dann, weil ich immer zu gesundheitliche Probleme hatte, Ich würde gerne auch an der Geschichte ein bisschen weiterfragen. Beide Eltern sind jetzt tot. Ja. Als der Vater gestorben ist, hast du da eine Trauer empfunden? Nein, Nein, eine völlige Leere. Und ich muss sagen, wie er meine Mama verlassen hat, das war 1968, fiel mir so ein Riesenstein vom Herzen. Hast du denn hinterher noch Kontakt mit ihm gehabt? Wenig. Wenig. Ja. Ich war... Jetzt ist die Mama auch gestorben. Ja. Ja.
Sind die in einer Stadt, in einem Ort beerdigt? Ja, ich muss leider, ich habe gestern schon zu einem, mit mir hat gestern schon einer gesprochen, ich habe auch gesagt, ich muss das Grab pflegen, obwohl ich es nicht möchte, aber meine Mama liegt drin und ich muss es machen. Ach so, du musst das Grab von, ja. Von dem Pater auflegen? Ja. Die liegen nebeneinander? Ja. Oder in einem Grab? In einem Grab, ja. Ah, das ist aber hart. Ja. Das heißt, immer wenn du da hingehst und deine Mutter, die du geliebt hast, ja. Wenn du im Angedenken an deine Mutter zum Grab gehst, ja. Hast du immer, ich sag jetzt mal, ich glaube auch in deinem Sinne, dieses Schwein vor Augen. Ja. Und ich krieg's auch nie, ich krieg das nie aus dem Kopf. Ich habe immer versucht, das, wie soll ich dir das sagen? Ich habe immer versucht, das zu verdrängen, bis ich halt wirklich nimmer konnte. Mhm. Und dann bin ich zu einer Internistin geschickt worden und habe mit ihr 2 Minuten gesprochen, habe ihr gesagt, mit welchen Medikamenten ich mich über Wasser halte. Ja. Und dann sagte sie zu mir, sie leben in einer Depression. Ja. Und schickte mich zu einem Psychologen. Ja. Und dieser Mann war mir schon unsympathisch, wie er mir gegenübergetreten ist. Mhm. Habe die ersten 3 Sitzungen das Problem nicht angesprochen, in der 4. Sitzung habe ich es angesprochen, ja. Und dann sagte er zu mir, ich kann Ihnen da nicht helfen, ich bin ein Mann. Ach du lieber Gott. Ja. Ach du lieber Gott, da warst du aber an den richtigen geraten. Bin aber in dieser, ich habe gedacht, ich muss diese 25 Stunden machen. Mhm. Er hat mich dann in eine Selbsthilfegruppe geschickt, auch von betroffenen Frauen, die mir auch mehr geschadet als geholfen haben, muss ich sagen. Mhm. Dann bin ich zum Psychiater gekommen. Mhm. Dann dieser Psychiater sagt auch, und Sie kommen mit was für einen Unterton? Sie kommen zu mir, ich bin auch ein Mann, und Sie kommen wieder zu einem Mann. Dann bin ich aber geplatzt. Da habe ich gesagt, es kann doch nicht angehen, dass Sie das für gut heißen, nur weil Sie Mann sind, was mir da passiert ist. Ja, so wird das nicht gemeint haben. Er wird gemeint haben, dass wahrscheinlich kein Vertrauen wirklich aufgebaut werden kann zwischen ihm als Mann und dir als Opfer. Was ich eigentlich auch blödsinnig finde, wenn ein guter Draht da ist, ist das ja auch möglich. Wir unterhalten uns ja auch, wir beide jetzt. Und ja. Christine, das ist aber wirklich eine sehr schlimme Geschichte, die dich ja das ganze Leben verfolgt hat. Ne? Ja, und bin auch jetzt arbeitsunfähig, Domian. Ich war 1999 noch arbeiten, also auf diese geringfügige Basis war die ganzen und war, ich musste aufhören, ich war unkonzentriert. Was ich jetzt mal ganz keck mache, ich werde dich jetzt auch mal weiterleiten an einen Mann. Ja. An meinen Psychologen, den Peter. Mhm. Das ist auch ein Mann. Herr Domian, noch ganz schnell, ich war aber auch bei einer Psycho, also eine Dr. Med schimpft sich die, ja. Die macht Psychoanalyse und Psychotherapie und habe dann den Bericht, weil ich bin angemeldet für PRIM, ich weiß nicht, vielleicht sagt ihr das was, Klinik Roseneck, bin da angemeldet, schon Anfang des Jahres, hat halt lange Wartezeiten und musste dann meine ganzen Unterlagen von meiner Ärztin eben holen, habe diesen Bericht von dieser Ärztin durchgelesen, ich habe das Gefühl gehabt, diese Frau hat mir auch nicht zugehört. So, jetzt, das geht ja wirklich mit dem Teufel zu bei dir. Dass du immer an Leute triffst, wo dir... Ja, warum? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist einfach nur Pech. Einfach gelinde gesagt Pech. Deswegen möchte ich das machen, dass du jetzt mit meinem Psychologen, mit dem Johann, mit dem Peter, Peter ist heute noch bei mir, mit dem Peter redest. Jawohl. Vielleicht gibt es da nochmal einen neuen Ansatz. Ich würde es dir wirklich von Herzen wünschen, dass du nochmal irgendwo so einen Dreh kriegst, dass dir einigermaßen geholfen werden kann. Hm. Ich würde es dir wirklich wünschen, Christine. Ja. Du legst bitte auf und der Peter ruft dich Jawohl, an. Jawohl, vielen Dank, Domian. Alles Gute von Herzen. Die Gabi ist hier und die Gabi ist 41. Ist richtig, ja. Ja, das ist richtig. Hallo Gabi, um was geht's? Ja, also ich bin seit 7 Jahren die Freundin von einem verheirateten Mann und wollte eigentlich einfach mal nur die Meinung von so einem Außenstehenden hören, weil ich im Moment wirklich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Ja, du bist seit 7 Jahren die Freundin von einem verheirateten Mann. Du bist selbst aber nicht verheiratet. Nein, ich nicht, nein. Ja. Hast auch sonst keinen Freund? Nein. Nee. Ist das so eine reine Sexgeschichte? Nee. Das also heißt? Von meiner Seite aus ist es mehr. Und von seiner Seite aus? Er sagt von seiner Seite aus auch. Mhm. Wie oft seht ihr euch? Na, so ungefähr einmal in der Woche. Ja, in der Woche. Ja, wohnt ihr euch da? Wohnt ihr auch in der Nähe? Nee, 200 Kilometer. 200 ungefähr. Kilometer? Ja. Wie hast du ihn denn damals kennengelernt? Über eine Hotline. Mhm. Und dann haben wir uns das erste Mal getroffen und jo, seitdem geht das. Und er kommt dann immer zu dir, dich besuchen. Richtig. Und wie lange bleibt er da? Das kommt drauf an, wie viel Zeit er hat. Manchmal einen ganzen Tag, manchmal von Mittag bis späten Nachmittag, manchmal auch bis 2-3 Stunden. Das kommt immer drauf an, wie viel Zeit er hat. Ja. Ist
Sex immer mit einbegriffen? Ja. Ja, also es gibt nicht mal einen Besuch, wo man einfach mal nur essen geht und redet und so, das nicht? Doch, das kommt auch vor, aber äußerst selten. Ja, wie ist es mit dem Telefonieren? Kannst du ganz normal mit ihm telefonieren oder musst du immer warten, bis er dich anruft? Also tagsüber könnte ich ihn anrufen, in seiner Firma oder über sein Handy. Mache ich auch. Ja, aber abends ab dann? Ab und an. Abends nein. Abends dann eher nicht. Und am Wochenende muss ich eben auch warten. Das heißt, in den 7 Jahren habt ihr noch kein Wochenende miteinander verbracht? Nein, das ist richtig. Kein Urlaub miteinander gemacht? Nein. Immer nur diese kurzen oder ja letztendlich ja doch kurzen Besuche bei dir? Ja. Hat er hat er auch Kinder? Ja, einen Sohn. Wie beschreibt er dir denn die Ehe, in der er ist? Also er sagt, er ist nicht glücklich. Er möchte eigentlich mit mir zusammenleben und versucht also. Seit wann sagt er das schon? Naja, so seit 5 Jahren. Ist ein bisschen lang, ne? Ja, das ist richtig und das ist mein Problem. Ja. Seit 5 Jahren sagt er, eigentlich würde ich gerne mit dir zusammenleben, weil ich in meiner Ehe nicht zufrieden bin. Ja. Seit 5 Jahren kommt aber nichts bei rum. Kommt nichts bei rum, weil es passiert immer irgendwas. Zum Beispiel? Überwiegend, er ist selbstständig mit seiner Firma. Ach so, immer, also es ist immer irgendwas Vorgeschobenes. Ja. Und dir steht's mittlerweile bis hier, oder? Und ein Stückchen höher, ja. Weiß er das? Hast du ihm das so klar jetzt auch schon mal gesagt? Er müsste es eigentlich wissen, ja. Was heißt, er müsste es wissen? Hast du es ihm so klar gesagt? So klar hatten wir es vor 2 Jahren ungefähr schon mal. Ja. Da war auch 14 Tage Funkstille. Was ja nicht lang ist. Nee, das ist richtig. Ja, und dann... Ja, habe ich einen Arbeitsplatz gewechselt, habe wieder im Krankenhaus angefangen zu arbeiten. Ja. Und ja, dann war bei mir wieder ein bisschen was, dann ist mein Kind schwanger geworden. Das sind alles so Sachen, wo ich mich selber um eine Entscheidung eben hochgedrückt habe. Ja, das heißt, von wem ging es dann wieder aus? Von dir? Hast du es wieder angefangen? Nicht wirklich, nein. Also er hat dann wieder angefangen und du bist aber darauf eingegangen? Das ist richtig, so. Ja. 7 Jahre wartest du auf einen Mann. Ja. Was ja eine super lange Zeit ist. Das ist richtig, ja. Eigentlich hättest du diese 7 Jahre auch gerne ganz anders gelebt. Nämlich in einer schönen Beziehung mit allem, was dazugehört. So redet meine Schwester auch, ja. Mit Alltag, mit Urlaub. Mit allem drum und dran. Fühlst du dich da mittlerweile nicht ein bisschen ausgenutzt? Also ich muss sagen, jetzt so die letzte Zeit schon. Also das. Weißt du, wenn der Typ seit 5 Jahren das sagt, ich würde eigentlich gerne mit dir, Gabi, zusammenleben, dann lügt der. Dann lügt der, da stimmt was nicht. Längst hätte eine Entscheidung fallen müssen bei ihm. Längst hätte er sich dazu durchringen müssen, wenn er das wirklich ernst meint. Aber ich habe die Vermutung, wie so oft in solchen Fällen, dass der, dass dem das praktisch ist. Der hat sein warmes Nest da, wo immer er auch wohnt, mit seiner Familie, hat seine Gewohnheiten, seine alten Rituale, hat wahrscheinlich Langeweile im Bett mit seiner Frau. Aber da ist ja noch die Gabi. Da kann man sich einmal in der Woche exotisch austoben. Und es ist 200 Kilometer entfernt. Die Gefahr, dass es irgendwie durchsickert, ist sehr gering. Und so weiter. So hört sich das für mich an, Gabi. Deswegen ist es auch immer günstig, wenn man mal jemand Außenstehendes hört, weil ich meine, bei mir in der Familie wissen alle Bescheid. Ja, aber deine Schwester hat Ähnliches gesagt, wie du gerade angedeutet das hast. Das ist richtig, ja. Die kann das ja noch genauer beurteilen, noch besser, die ist ganz nah an dir dran und beobachtet das schon die ganzen Jahre. Das ist richtig, ja. Hast du nicht die Kraft auf den Tisch zu hauen und sagen, pass mal auf, Junge, ich kann so nicht mehr. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich das will. Ja, dann beklag dich auch nicht. Nee, das ist richtig, ja. Also wenn du, aber das wenn ist du, halt eben auch nicht so einfach. Nee, das ist mir klar. Aber wenn du die nächsten 20 Jahre so weiterleben willst, als Betthäschen letztendlich, ne, wenn man es jetzt ganz böse ausdrückt, nee, ist richtig. Dann viel Spaß. Ich finde, das ist kein Lebenskonzept. Ich finde, dass du in deinem Alter, du bist erst 41, durchaus noch eine Chance haben solltest und es auch angehen solltest, ein schönes, glückliches Leben zu führen oder anzustreben, mit allem drum und dran. Du hast ein Kind, hast du gerade gesagt, ne? Ja, ich habe ein Kind. Aber die ist schon aus dem Haus? Ja, die hat selber gerade ein Kind gekriegt. Ja. Das heißt, du bist auch frei und könntest auch machen, was du möchtest. Ja, das ist richtig. Wie würde der denn reagieren, wenn du jetzt ein bisschen heftiger auftrittst?
das habe ich eigentlich so direkt eben, wie gesagt, bis vor 2 Jahren gemacht. Und da hat er sich ja dann doch zurückgezogen, will ich mal sagen. Vielleicht aber auch in dem Wissen, die kommt schon wieder. Oder die ist so schwach, die lasse ich erst mal ein paar Wochen zappeln, dann läuft das schon wieder. Ja, das kann natürlich sein. Ja, das kann natürlich gut sein, dass der dich einschätzt und denkt, ach, die Kleine habe ich in der Hand. Ich sage das jetzt alles mal so ein bisschen despektierlich, weil die Situation finde ich für dich auch etwas demütigend. Ja, das ist es im Moment auch, ja. Und es ist vielleicht ganz gut, wenn jemand anders das mal auch dann so ganz klar ausdrückt, um es dir klar zu machen. Wenn du das hinbekämst, wenn du an diesen Mann denkst, ist es tiefe Sehnsucht, ist es tiefe Liebe? Von mir aus, ja. Ja, umso schwerer ist es natürlich dann so hart aufzutreten und zu sagen, hier, jetzt oder nie. Das ist schon sehr schwer, das ist mir schon klar. Da muss man alle seine Kräfte mobilisieren, die man hat. Aber ich glaube, manchmal muss man das im Leben machen. Manchmal muss man das tun. Vielleicht ist es auch besser, wenn man jetzt dann doch einen Schlussstrich zieht oder eben auf eine Entscheidung besteht. Auf eine Entscheidung besteht? Und wenn du einen Schlussstrich ziehst, dann muss der aber auch definitiv sein, Gabi. Da muss es dir aber wirklich einhämmern, dass du auch nicht in 4 Wochen, nicht in 6 Wochen und nicht in 6 Monaten wieder einknickst. Um wirklich nach einer Trauerphase, das wird ja auch eine Zeit dann kommen, die du erstmal überwinden musst. Das ist ja auch ein Verlust, den man da verschmerzt. Dass du dann irgendwann frei wirst, auch für eine andere Beziehung. Bist ja jetzt im Moment wahrscheinlich überhaupt nicht. Nee. Ja, ich möchte es dir gerne nur so klar raten. Ihn klar für eine Alternative stellen. Ich habe 7 Jahre gewartet. 7 Jahre gewartet, das muss man sich mal vorstellen. Jetzt kann ich nicht mehr warten. Jetzt bist du am Zug. Handel. Gabi. Ja, das wird das Beste sein. Ja. Alles Gute von Herzen. Jo, danke. Und tschüss. Tschüss. Von Gabi geht's jetzt zu Anke. Und Anke ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Jürgen. Hallo, Anke. Ja, über was unterhalten wir beide uns? Ich rufe an zu diesem Herrn, der die Todesstrafe forderte. Ja. Für die Kinderschänder da. Ja. Ja, ich habe da also eine ganz klare Meinung zu. Todesstrafe ist für mich keine Lösung. Ich denke, wenn wir die Todesstrafe aussprechen, begeben wir uns auf das Niveau dieser Leute herunter. Ja. Und das kann es einfach nicht sein. Ja. Das ist es nicht. Dann sind wir genauso Mörder wie die. Ja, das ist ein sehr gutes und ein sehr, sehr ruhiges Argument auch. Im Moment ist man ja, oder alle sind so emotionalisiert, dass man gar nicht zu so ruhigen Überlegungen kommt. Du kannst es wahrscheinlich auch verstehen, dass viele Leute das sagen. Wenn man den Horror sich anschaut, der da Jürgen, passiert ich will ist. Dir ganz ehrlich sagen, ich kenne diesen Horror aus eigener Erfahrung. Ich bin selber ein Opfer und ich bin auch der Meinung, dass die Strafen für Kinderschänder oder generell für Vergewaltiger zu lasch sind. Ich bin der Meinung, dass Eigentumsdelikte, also ein geknacktes Auto oder unangegurtet fahren, auch Rauschgiftdelikte, wo sich die Leute also quasi selber schaden, höher bestraft und geahndet werden als Körperdelikte in Deutschland. Das finde ich nicht in Ordnung. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt, wenn du es könntest, wenn du die Macht hättest, wie sollten diese beiden Täter verurteilt werden? Zu was sollten sie verurteilt werden? Darf ich es ganz ehrlich sagen? Kastration. Also so weit wird es schon gehen, das ja, ne? Ja. Wir Opfer müssen auch unser ganzes Leben lang mit den Folgen leben. Und das hört nicht auf. Ich bin jetzt 35 Jahre alt. Als mir das damals passiert ist, war ich 12. Ich leide da heute noch drunter. Du bist vergewaltigt worden? Ja. Ja. Von einem fremden Menschen oder auch aus der Familie? Nicht aus der Familie, aus dem näheren Umfeld. Das war der Vater von meiner besten Freundin. In einer einmaligen Aktion ist es öfters vorgekommen? Öfter? Ja. Also umso erstaunlicher ist ja, dass du als Opfer, die du auch solche schlimmen Sachen schon erlebt hast, dennoch so ruhig und besonnen argumentierst und sagst, nee, Todesstrafe nicht. Ich habe vorhin schon mit deinem Kollegen geredet und ich habe da gesagt, damals, wenn ich es mir damals hätte wünschen können, ja.
hätte ich diesem Mann den Tod gewünscht. Wobei man ja in diesem Fall noch unterscheiden muss, hier geht es ja zusätzlich noch um Mord und um besonders grausame Formen des Mordes. Ja, ich weiß. Aber ich denke dennoch nicht, dass Todesstrafe eine Lösung ist. Mhm. Guck doch mal hin nach Amerika, wo die Todesstrafe praktiziert wird. Mhm. Da haben wir keine geringeren Gewaltverbrechen wie hier. Mhm. Im Gegenteil, es ist schlimmer. Bei der Todesstrafe kommt natürlich immer so der Aspekt der Sühne und der Vergeltung mit ins Spiel, was in unserem Justizsystem keine Rolle spielt. Insofern ist das der Unterschied zu Amerika. Aber wir alle haben uns groß aufgeregt, auch über Herrn Bush, der in Texas Gouverneur war und so viel Todesurteil auch zu verantworten hatte. Und darunter waren so und so viele, wo die Leute im Nachhinein unschuldig waren. Also ich bin deiner Auffassung. Das kommt dazu. Und es schreckt auch die Leute nicht ab. Ein viel genanntes Argument ist ja immer die Abschreckung durch die Todesstrafe. Es schreckt die Leute nicht ab. Guck da einfach mal hin, da ist viel mehr an Gewalt wie hier. Okay, es ist auch ein größeres Land als unseres, aber da ist viel mehr Gewalt als hier und es schreckt nicht ab. Und ich möchte mich einfach nicht auf dieses Niveau begeben. Ihr habt vorhin der Stefan gesagt, für ihn ist das schon so erschütternd, was man da täglich in der Zeitung liest. Ja, er mag es schon gar nicht mehr lesen. Geht dir das genauso? Ja. Mhm. Ja, ich betreibe Nachrichtenboykott. Mhm. Ich kann es nicht ertragen, weil bei mir dann viel zu viel hochkommt. Mhm. Das glaube ich. Das ist bei dir natürlich noch aus einer ganz besonderen Motivation jetzt, dass du es gar nicht sehen möchtest. Ja. Anke, ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Vielen herzlichen Dank. Gern geschehen. Alles Gute. Danke dir auch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Sebastian, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Jo. Hallo Sebastian. Hallo. Ja, ich habe letzte Woche Donnerstag meine Freundin verloren, mit der ich ein Jahr zusammen war. Was heißt verloren? Sie ist gestorben. Wie alt war sie? Sie war 19. Und was ist da passiert? Sie ist mittwochs morgens zur Arbeit gefahren und da wurde sie wohl von einem Auto erwischt. Hm. Ja, und mehr weiß ich auch nicht. Man hat mich am Mittwoch irgendwann mittags rum einfach angerufen, dass sie im Krankenhaus liegt. Dann bin ich dahin und da haben mir die Eltern eigentlich auch nichts Genaues erzählt davon. Also, das heißt, du hattest auch nicht so einen engen Draht zu den Eltern? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Die haben dir nichts Genaues erzählt. Da lebte sie noch, als du ins Krankenhaus kamst? Ja, da lebte sie noch, ja. Hast du sie gesehen? Ja, ich war auf Intensivstation, aber ich bin da nicht lange geblieben, weil ich konnte es einfach nicht. Also sie ist verwickelt worden in einen schweren Autounfall? Ja. Ohne ihre Schuld, so habe ich es gerade verstanden. Ja, ich glaube, ja. Was ja jetzt auch egal ist. Ja. Und wann ist sie dann verstorben? Am Donnerstagmorgen. Ja. Haben die Eltern dich denn dann gleich benachrichtigt? Oder? Ja, die haben mich dann gleich benachrichtigt. Da haben sie mich dann sofort angerufen, dass sie dann verstorben ist. Und am Montag war auch schon die Beerdigung. Ja, du warst da. Ja, ich war da. Ja. Als du diesen Anruf bekommen hast, ich könnte mir vorstellen, dass man das irgendwie gar nicht realisiert. Dass man das gar nicht... Ich habe es auch noch nicht so realisiert. Ich habe es eigentlich erst dann abends erst realisiert, dann, als ich dann allein erstmal war und auch in Ruhe nachdenken konnte, was überhaupt passiert ist und was mir eigentlich genommen wurde. Ja. Ja. Wie hast du die Beerdigung verkraftet? Eigentlich so, als wenn das an mir vorbeigegangen wäre. Ich war da nicht ganz da. Eigentlich. Bist du da alleine hingegangen oder mit Freunden oder mit einem Freund? Ja, wir sind ja, also ein paar Freunde von uns, die waren. So eine Clique? Ja. Sind wir da gemeinsam hingegangen. Du sagst, ihr wart ein Jahr zusammen. Ja. Sie war 19 Jahre alt. War es eine große Liebe? Ich denke schon, ja. Ja, ich glaube, ja. So, in dem Alter, und wenn man so frisch verliebt ist und so, habt ihr wahrscheinlich noch niemals über Tod gesprochen, ne? Oder? Nein, daran denkt man ja auch noch nicht. Das ist ja alles noch weiter Ferne eigentlich. Ja, ja. Aber der Tod ist eben nie in weiter Ferne. Er kann immer zuschlagen. Ja, das musste ich dann auch halt kennenlernen. Ja. Wie ist es jetzt? Es ist ja mal gerade erst eine Woche. Ja. Mal gerade erst eine Woche her. Wie trauerst du?
Sprichst du mit ihr oder gehst du da spazieren, wo ihr spazieren gegangen seid? Gehst du oft ans Grab oder was machst du? Ja, ich bin eigentlich viel am Grab und auch draußen, weil hier in unserer Wohnung, das hört mir eigentlich so die Decke auf den Kopf, weil... Ach, habt ihr gemeinsam gewohnt auch? Ja. Schon? Wir haben beide Ausbildung, also sie war mit der Ausbildung schon fast fertig und ich habe angefangen und dann sind wir dann zusammengezogen im März. Das stelle ich mir noch schlimmer vor, wenn man dann auch eine gemeinsame Wohnung hatte. Ja. Da sind ja noch die Sachen. Da liegen die Kleider, die Gegenstände von ihr. Ist alles noch genauso. Und du hast es? Die Eltern haben zwar schon ein paar Sachen abgeholt, die sie haben wollten. Ich war dann aber auch nicht mit dabei. Die haben sich das dann, habe ich denen den Schlüssel gegeben und weiß nicht, konnte nicht dabei sein, wenn die Sachen da rausgeräumt haben. Ist es nicht die Hölle, dann die erste Nacht allein in dem Bett zu schlafen, wo man immer zusammengeschlafen hat? Ja, die erste Nacht habe ich dann, also Mittwoch habe ich noch hier geschlafen, aber Donnerstag bin ich dann zu einem Freund erstmal gegangen, weil ich hier nicht schlafen konnte. Weil aber jetzt bist du wieder da? Ja, ich bin seit Montag bin ich wieder hier. Überlegst du, diese Wohnung aufzugeben? Ich bin noch am Überlegen, ob ich dann zurückziehe erstmal zu meinen Eltern und mal versuche, wieder irgendwie in die Normalität zu kommen, obwohl das wird auch noch ein bisschen schwierig sein. Diese letzten Tage, hast du dir Urlaub genommen oder was hast du gemacht? Ja, ich war, es war auch ganz gut von meinem Chef, ich wurde dann halt beurlaubt erstmal. Für unbestimmte Zeit, bis er mal, also er meinte, ich sollte anrufen, wenn ich wieder könnte. Ja. Gibt es denn einen Gegenstand in der Wohnung, den die Eltern noch dagelassen haben, der dir besonders ans Herz geht, wenn du den siehst und der dich ihr sehr nahe bringt? Ja, wir haben, also sie ist schon sehr künstlerisch begabt gewesen, also gerne gemalt auch und irgendwann hat sie dann mal ein Selbstporträt gemalt und das habe ich noch hier hängen. Ja. Weinst du oft? Es geht eigentlich. Ich bin nicht so der Mensch, der die Gefühle eigentlich so zeigen kann. Ich weiß es nicht. Also oft weine ich nicht. Ich weiß selber gar nicht, wie ich das so arbeite. Aber irgendwie. Also wenn man es kann, ist es sicher gut, es rauszulassen. Weil ja, es natürlich auch, ja. Weil es schon eine, ja, es bringt schon eine Entspannung. Eine Entkrampfung zumindest. Hast du denn einen guten Freund, mit dem du sprechen kannst? Ja, wo ich dann auch am Donnerstag bin. Du warst dann. Und die Familie, deine Eltern, hast du da auch Rückhalt? Ja, eigentlich schon. Die sind also jetzt in den letzten Tagen oft bei mir gewesen. Nur irgendwann wurde man das dann auch zu viel und ich wollte einfach erstmal alleine sein und gucken, wie ich das dann verarbeite. Wenn sowas Schlimmes, du bist 18 Jahre, wenn so eine Erschütterung passiert im Leben. Denkst du irgendwie anders über das Leben jetzt, seitdem deine Freundin tot ist? Ja, im Moment habe ich halt den Sinn und den Mittelpunkt meines Lebens verloren. Ich weiß im Moment noch nicht weiter. Bist du religiös oder gläubig? Ja, ich bin jüdisch, also ich bin doch schon sehr im Glauben verankert. Ja, das heißt, dadurch gibt es schon eine Hilfe, ne? Das ist schon eine Stütze. Ja. In gewisser Weise. Ja, auch nicht so nicht stark, ja. Aber. Es tut mir sehr leid, was dir passiert ist, Sebastian. Sehr leid. Danke. Sehr leid. Und es wird noch lange wehtun. Das denke ich auch. Ja, das glaube ich schon. Ja. Aber ich glaube, es ist immer gut, dass es das Einzige, was man, glaube ich, jemandem sagen kann, der in so eine Katastrophe geraten ist, dass du dich auf keinen Fall abkapselst, sondern dass du, wenn du Freunde hast oder deine Eltern, nur wenn du sprechen willst, rede. Ich glaube, dass dieses Reden sehr gut ist und wenn man gute Freunde hat, dann kann man auch reden. Dann geht denen das auch nicht auf die Nerven. Also bis jetzt hatte ich auch nicht so den Anschein als... Ja, es ist ja jetzt auch noch sehr frisch, aber du kannst auch in 4 Wochen und in 4 Monaten... Und auch in einem Jahr wird das noch sehr wehtun. Auch dann kann man noch reden. Und ja. Ich denke auch, dass es erstmal noch lange dauern wird, bis ich
ja. richtig zurück in die Normalität ja. kann und mich vielleicht auch neu verlieben kann. Ja, das ist ja auch kein Thema jetzt im Moment. Nee, das ist im Moment überhaupt kein Thema. Gab es Sekunden, als du das gehört hast und als es dir klar war, was geschehen ist, dass du auch keine Lust hast zu leben? Ja, am Donnerstag doch schon stark. Als ich vom Mittwoch auf Donnerstag auch, weil da wusste ich halt erstmal noch nicht, was war und am Donnerstag dann doch schon sehr. Aber ich glaube, so ein bisschen habe ich mich jetzt doch wieder gefangen und eigentlich eingesehen, dass es auch keinen Sinn hätte, wenn ich jetzt mein Leben auch noch beende. Also es hätte keinen Sinn? Und was ich ganz wichtig finde, es würde deine Freundin nicht wollen. Das denke ich auch nicht. Ja, man würde dann ganz klar gegen den Wunsch des Verstorbenen verstoßen. Und deshalb muss man, wenn es auch noch so schwer fällt, muss man sich da zusammenreißen und es aushalten. Ja, muss ich. Möchtest du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen? Ich habe ja letzte Woche schon mal angerufen und in der Woche, da haben wir uns ja schon ein bisschen unterhalten. Achso, das weiß ich gar nicht. Also wenn du möchtest, können wir das nochmal, kann ich es dir gerne nochmal anbieten, aber wir können es auch sein lassen. Ja, wäre im Moment ehrlich gesagt ein bisschen lieber. Okay. Ja. Danke. Dann wünsche ich dir ganz viel Kraft, Sebastian. Ja, danke. Von ganzem Herzen, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 1:50 haben wir und das ist jetzt die Zeit für die Jessica. Und Jessica ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Jessica, was ist denn dein Thema? Ja, bei mir ist das gleiche Problem wie beim Jens. Ich habe meinen Mann betrogen mit seinem besten Freund. Mhm. Und wie lange läuft das immer auch noch im Moment? Nein, das ist beendet. Also das habe ich selber beendet. Ja, wie lange lief denn der Betrug? Das ging von Mitte Juli bis Anfang August. Na gut, das war ja nicht so lange. Nein, aber ja zu lange für meinen Mann. Ja, ja, ich will es auch gar nicht runterspielen. Das andere, vorhin waren es ja, das waren ja 5 bis 6 Jahre. Ja. Mit dem besten Freund betrogen, ungefähr einen Monat. Ja, und da ist vielleicht bloß 3 oder 4 Mal was gelaufen. Bist du denn mit ihm auch befreundet gewesen früher? Ja. Sehr eng. Sehr eng. Und hat der beste Freund von deinem Mann auch eine Partnerin? Ja, ist verheiratet. Meine beste Freundin. Deine beste Freundin. Also so richtig 2 gut befreundete Pärchen. Ja. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Das ist so gewesen, die 2 arbeiten zusammen, also mein Mann und er, haben zusammen gearbeitet. Ja. Und ich habe meinen Mann nicht auf dem Handy erreichen, dann habe ich versucht, ihn zu erreichen und dann haben wir uns halt abends mal verabredet. Ja, gut. Und dann haben wir uns getroffen und dann ist es passiert. Wie lange kennt ihr euch schon? 6 Jahre. 6 Jahre, aber dann passiert das doch nicht so einfach so, wenn man sich dann mal trifft. Ja, ich habe halt in der Zeit, mein Mann hat sehr wenig Zärtlichkeit mir gegeben und sehr wenig Nähe. Achso, du warst auch ein bisschen frustriert und ein bisschen, man kann sagen, in der Ehekrise ein bisschen. Genau. Ah ja. Und er hat mir irgendwie das Gefühl gegeben. Ja. Und dann ist es gleich an dem Abend passiert. Genau. 2-3 Mal insgesamt, sagst du. Ja, in diesem Monat. Ja. Nun war das Dramatische bei Jens ja vorhin noch, dass auch noch die Frau dann schwanger geworden ist. Sowas ist ja hoffentlich erspart geblieben bei den wenigen Malen. Ich bin schwanger geworden. Du bist auch schwanger geworden? Ja. Ich hatte am 16. September eine Abtreibung. Ach. Ja. Und auch noch nie was von Verhütung gehört? Ihr? Doch, ich hatte verhütet, aber der Gummi ist geplatzt. Ja. Ja, ja, ja. Ja, das höre ich dann immer. Du kannst nie glauben. Mann. So, ja. Paar Mal fremdgegangen mit dem Freund mit dem besten Freund des Mannes. Schwanger geworden. Abgetrieben. Wann hast du es denn deinem Mann gesagt? Mein Mann hat es in der Nacht vor der Abtreibung mitgekriegt. Ich habe im Schlaf geredet wie ein Buch. Mhm. Und er ist dann bloß morgens neben mir gehockt und hat gesagt, du brauchst mir gar nichts mehr sagen. Ach, ich weiß jetzt alles. Du hast dich im Schlaf verquatscht quasi? Ja, und ich habe gedacht, er veräppelt mich oder so. Mhm. Und meine
die einzige, die davon gewusst hat, das war meine Mutter. Mhm. Und ich habe gedacht, er ist zur Haustüre raus, habe mein Handy geschnappt und habe meine Mutter angerufen und habe gesagt, du Mama, ich glaube, der weiß jetzt von allem. Mhm. Und in dem Moment ist die Haustür zugefallen und jetzt habe ich gewusst, jetzt hat er die Bestätigung. Das ist ja wie alles wie im Spielfilm. Ja, wirklich. Wie in der Fernsehserie. So, ja. Dann hat er dich, dann bist du an dem Tag bist du zur Abtreibung gegangen. Genau. Und am Abend habt ihr dann miteinander geredet? Mehr oder weniger, es kamen immer dieselben Fragen, wieso, weshalb, warum. Hast du sie dann alles gestanden? Hast gesagt, ja, es war so? Und du hast gesagt, es ist mit deinem besten Freund passiert? Ja, ich habe alles erzählt. Mhm. Wusste denn der beste Freund auch von der Schwangerschaft? Ja, der hat es gewusst. Und der war auch dann mit der Abtreibung einverstanden? Ja, klar. Mhm. So, welche Konsequenzen hat das jetzt auf dieses Gefüge von diesen beiden befreundeten Ehepaaren, die Freundschaft zwischen den Paaren? Wie hat sich das jetzt alles entwickelt? Also die Frau vom besten Freund, die weiß von alledem nichts. Immer noch nicht? Nein. Mhm. Und die zwei sind jetzt die größten Feinde. Die beiden Männer? Ja, und ich lebe in Scheidung. Ach du. Deswegen, es rentiert sich wirklich überhaupt nicht. Und deswegen wollte ich nur zu Jens sagen, wenn es nur das eine Mal war, behalt's für dich. Ja, es rentiert sich nicht. Ja, es war aber nicht nur das eine Mal. Es geht seit 5, 6 Jahren so. Ja, ne? Gut. Er soll es beenden und wenn es geht, für sich behalten. Weil das mit dem besten Freund ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Ich finde, muss ich aber nochmal sagen, Jessica, letztendlich die Entscheidung von Jens, zu sagen, nach 5, 6 Jahren, nachdem all dieses Drama passiert ist, ich bekenne mich zu meiner Schuld, habe ich Respekt vor. Finde ich besser, als da den Lügenmantel rüberzulegen, weil er wird immer das schlechte Gewissen haben, wenn er jetzt lügt, auch wenn er sich da jetzt irgendwie rauslaviert. Nee, er soll, wenn er selber schon sieht, dass es ein Fehler war, wenn er selber die Schuld sieht, ist es in Ordnung. Dann soll er es beenden, soll die Sache sein lassen. Wenn es irgendwann mal rauskommt, kann er sagen, ja, es war so. Ja, bin ich anderer Auffassung. Aber ich finde, es ist wirklich, es geht so viel zugrunde und es geht so viel kaputt. Und Habt ihr denn auch Kinder schon gehabt, du und dein Nein, Mann? Nein, wir hatten geplant auf nächstes Jahr. Wie lange, das habe ich jetzt mit den Zahlen ein bisschen durcheinander gebracht, oder du hast es nicht gesagt, glaube ich, auch wie lange ihr verheiratet seid? Es waren jetzt 4 Jahre und 2 Monate. 4 Jahre und 2 Monate. Mhm. Ja. Da war nichts hinzubiegen, da war nichts zu sagen, komm, es ist halt ja nur 2, 3 Mal passiert, verzeih mir bitte und ich mach's nie wieder und gib mir eine Chance und so, war nichts zu machen. Habe ich versucht. Ich habe sehr viel versucht und es war nichts zu machen. Er ist 3 Tage später ausgezogen zu seinem besten Freund, also zum anderen Freund. Mhm. Und mittlerweile hat er auch seine eigene Wohnung. Mhm. Und die beiden Männer sind Spinnefeind? Ja, richtig. Also, dass der dieser Freund noch nicht seinen Kopf verloren hat, war alles. Mhm. Das heißt, gab es da schon eine Schlägerei? Nein. Das nicht? Mhm. Nein. Aber die dürfen sich nicht über den Weg laufen. Ja. Hättest du das so eingeschätzt, dass dein Mann das so rigide dann reagiert? Ja. Mhm. Ich habe gewusst, wenn das rauskommt, dass alles den Bach runtergeht. Das heißt, freiwillig hättest du das ja auch nie erzählt. Nein. Wenn du nicht in der Nacht da gesprochen hättest, wäre das nie rausgekommen. Nein. Mhm. Also ich bin ganz ehrlich, mit jedem Mann hätte ich meinem Mann gestanden. Aber nicht mit dem allerbesten Freund. Genau. Mhm. Ja, das ist natürlich wirklich auch für ihn ein doppelter Hammer, ne? Der ist die eigene Ehefrau und der ist der allerbeste Freund, dem man auch 1000-prozentig vertraut. Genau. Und das ist ja die größte Tabuzone überhaupt. Ich gehe nicht an die Freundin von meinem Freund, ne? Und wenn die noch die tollste Frau ist, ne? Genau. Das macht man eben nicht. Gab es denn Momente, wo du noch darüber nachgedacht hast, ich behalte das Kind und das ist halt dein Kuckuckskind? Nein, nie. Also an dem Tag, wo ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, ich habe gewusst, von wem es ist. Mhm. Und ich wollte dieses Kind überhaupt nicht. Das war für mich ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es sollte nicht da sein. Ja, warst du dir denn wirklich ganz sicher, dass das Kind von diesem... Da warst du ganz sicher. Ja. Hat er denn irgendetwas gesagt, dass er das doch vielleicht lieber haben würde, das Kind, oder war ihm war es auch alles so recht, dass es so kam? Ja, mein Mann oder der? Nein, dem Freund von deinem Mann. Nee, also er hat gesagt, es ist besser. Mhm. Also wenn das irgendwann mal rauskommen sollte, dass das Kind von ihm ist. So, jetzt stehst du vor den Ruinen, ne? Ja, ich bin total ruiniert. Mhm.
Aber richtig. So nach dem Motto, ist auch so ein Gefühl in dir, dass du denkst, es geschieht mir recht? Ja, auch. Also da ziehst du schon eine große Lehre raus wahrscheinlich für dein Leben, ne? Dass so etwas nie wieder, dass du nie wieder so etwas machen wirst, wenn du mal in einer anderen Beziehung irgendwann bist. Aber ganz bestimmt. Ganz sicher. Mhm. Ja, wirklich. Weil ich habe diesen Mann abgöttisch geliebt, also ich habe für ihn alles getan und von heute auf morgen, das war innerhalb von einer 2-3 Minuten war die Sache beendet, die Ehe war beendet. Mhm. Und das war für mich der totale Abgrund. Das glaube ich. Und in dem sitze ich jetzt auch noch. Ja. Und wahrscheinlich noch lange. Mhm. Ja. Jessica, dennoch wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Ja. Auf Wiederhören. Schön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Und ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei meinem Team, bei Uli Krapp, Wolfram Zwickowski, Roland Lohr, Malte Imels, Christian Part, Florian Jocham, Jan Gräfe zu Baringdorf, Tim Stienauer und Peter Ossianowski. Und nächste Woche Mittwoch habt ihr abgestimmt bei www.nachtlager.de, welches Thema wir nächste Woche Mittwoch machen sollen. Und das Thema nächste Mittwoch heißt In mir täuschen sich alle. So, ich wünsche euch ein gutes Wochenende, ein schönes Wochenende, ein sonniges Wochenende, soll ja ganz schön werden. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Macht's gut, bis dahin, tschüss.